Hallo und herzlich willkommen bei Diplo International, in der ich jede Woche einen Botschafter oder eine Botschafterin interviewe. Heute haben wir einen Botschafter, der aber nicht so genannt wird. Er hat eine andere Berufsbezeichnung als Leiter des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Deutschland. Das ist Herr Georg Pfeiffer. Herzlich willkommen. Warum heißt das eigentlich nicht einfach Botschafter? Denn Leiter eines Verbindungsbüros, einer Institution, ist ja jeder Botschafter, der aus einem Land kommt und in Berlin sitzt. Wieso ist die Bezeichnung bei der beim Europäischen Parlament so bescheiden? Nun, zuerst einmal hallo, freut mich hier zu sein im Europawahljahr 2024. Warum heißt das bei uns so? Wir sind letztlich nur eine Vertretung des Europäischen Parlaments in den jeweiligen Mitgliedstaaten, in Österreich, Deutschland und in allen EU-Mitgliedstaaten. Und wir sind ein politisches Haus und natürlich irgendwie die Europaabgeordneten sind die tatsächlichen Botschafter des Europäischen Parlaments. Was wir als Büro machen, ist Öffentlichkeitsarbeit für das Europäische Parlament und für die Arbeit der Europaabgeordneten, und deswegen wurde und wird das Verbindungsbüro genannt als Präsenz des Europäischen Parlaments in den Mitgliedstaaten. Sie sind, soviel ich weiß, seit 4 Jahren in Berlin und das ist ja das größte Verbindungsbüro in Europa, ja. Ist das der Fall? Ja. Und wie man schon ein bisschen gehört hat, Sie haben einen Tiroler Akzent. Sie kommen aus Tirol. Was war da dazwischen, zwischen Tirol und Berlin? Einiges. Es stimmt, ich komme aus Tirol und zwar auch noch sozusagen aus der ganz westlichsten Ecke Tirols an der Grenze zur Schweiz. Also aus einer Umgebung, die sehr von Bergen dominiert ist, von Skifahren und von... Da sind Sie in Berlin ja richtig. Ja. Und habe in Österreich und Belgien studiert und bin dann zum Europäischen Parlament aus Anlass damals des Beitritts Österreichs zur Europäischen Union. Und nach Stationen 1996. Nach Stationen in Luxemburg, Brüssel, Wien bin ich eben Anfang 2020 dann in Berlin gelandet. Eine interessante Stadt, nur wie Sie sich erinnern, war es natürlich genau die Zeit, dann 2,5 Monate Normalbetrieb Anfang 2020 und dann kam schon die Pandemie. Das ganze Land stand still und das ist ja dann, wie wir alle wissen, hat sich über 2 Jahre gezogen, was unsere Arbeit doch merklich eingeschränkt hat. Das heißt, Sie haben keine Veranstaltungen machen können, aber wenn keine Pandemie herrscht, was veranstalten Sie? Wir machen vieles, vor allem im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, den klassischen Kanon an Öffentlichkeitsarbeit, so heißen Veranstaltungen. Nicht nur in Berlin, sondern auch in ganz Deutschland. Wir sind ja für ganz Deutschland zuständig. Sie haben auch ein Büro in München, oder? In München, einen kleinen Ableger, ein kleines Büro in München. Wir machen Pressearbeit, wir haben ein Erlebnis Europa, das ist eine interaktive Ausstellung zum Thema Europa im Erdgeschoss beim Brandenburger Tor. Weil Sie im gleichen Gebäude sitzen wie die Vertretung der Europäischen Kommission gegenüber vom Adlon Hotel. Genau. Ja. Also für alle Berlinerinnen und Berliner, wenn Sie zum Brandenburger Tor kommen, es lohnt sich vorbeizuschauen im Erlebnis Europa. Vor allem auch im Wahljahr, wenn man verstehen will, was wählt man eigentlich, wenn man das Europäische Parlament wählt. Das sind so ungefähr, klassisch sind natürlich auch Publikationen, aber die sind nicht mehr so gefragt, wie das vielleicht vor 10 Jahren der Fall war. Soziale Medien sind mittlerweile ein großes Thema. Wir arbeiten sehr viel mit Jugend, Schulklassen, die auf Besuch zu uns ins Haus kommen, Vorträge bekommen, Rollenspiele machen. So ungefähr grosso modo das, was... Und was ist, wenn Europaabgeordnete nach Berlin kommen, müssen die sie betreuen? Auch, ja. Also wenn sie bei uns zum Beispiel eine Veranstaltung im Haus machen, wenn die Präsidentin kommt, natürlich Vollbetreuung, klar. Vizepräsidentinnen und Präsidenten, also das gehört auch zu unserem Geschäft. Genauso wie natürlich Reporting, also Berichterstattung nach Brüssel, was in diesem Land sich politisch tut, sind so ungefähr die Haupt. Eine naive Frage. Gibt es zwischen dem Verbindungsbüro für die Europäische Kommission und dem Verbindungsbüro für das Europäische Parlament ein bisschen Konkurrenzdenken?
Nein, eigentlich nicht. Letztlich, man muss auch sagen, dass natürlich von der Außenwahrnehmung her viele keinen großen Unterschied machen zwischen der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament. Das ist für die meisten einfach nur EU. Sie haben, also die Vertretung der Europäischen Kommission hat ein bisschen eine unterschiedliche Rolle. Grosso modo aber machen wir das Gleiche und je nach Leitung, also wie immer im Leben geht es auch um die Chemie und wenn Leute gut miteinander können, dann wird auch gut und viel miteinander zusammengearbeitet. Wenn die Chemie nicht ganz so stimmt, dann kann es durchaus auch Rivalitäten geben. Ich kann für den Berliner Fall sagen, dass wir sehr gut zusammenarbeiten und beide an einem Strang ziehen. Okay. Also, wir haben in diesem Jahr Europawahlen. In Deutschland ist es am 9. Juni. Und von den früheren Europawahlen hat man Wahlkämpfe in Erinnerung mit vielen Briefmarkengroßen, unbekannten Gesichtern, mit denen eigentlich kaum jemand was anzufangen weiß. Und mit Ergebnissen, wo sich viele gedacht haben, jetzt kann ich mal richtig protestieren und vielleicht Randpartei wählen, damit es wehtut, weil wenn ich für Europa so wähle, dann ist es national nicht so eine Katastrophe. Was sagen Sie dazu? Wird das im nächsten Mal besser? Dieser Eindruck mag durchaus stimmen. Tatsächlich, es gibt seit 1979 gibt es Direktwahlen zum Europäischen Parlament. Die ersten Jahrzehnte waren sicherlich davon geprägt, dass die Wahl nicht in ihrer vollen Bedeutung so wahrgenommen wurde, wie sie es verdient hätte. Mein Eindruck ist aber, dass sich das vor allem auch das letzte Mal 2019 doch merklich geändert hat. Sie erinnern sich, es gab den Austritt Großbritanniens aus der EU, der Brexit, der viele Leute insofern betroffen hat, als dass sie sich gedacht haben, das kann wohl auch nicht der Weg in die Zukunft sein. Sie erinnern sich, die Wahlbeteiligung ist 2019 merklich gestiegen. Und das war ein starkes Votum für Europa, für die europäische Zusammenarbeit, also ein Votum der Menschen dafür, dass sie diese europäische Zusammenarbeit wollen und dass sie einen Mehrwert in dieser europäischen Zusammenarbeit sehen. Und wir hoffen natürlich sehr, dass auch dieses Jahr 2024 diese durchaus hohe Wahlbeteiligung wieder erzielt werden kann und oder auch sogar gesteigert werden kann. Welche Wahlbeteiligung erwarten Sie denn? Wir können das nachher dann vergleichen, was Sie heute sagen. Die Wahlbeteiligung im Jahr 2019 war ja bei knapp über 60% in Deutschland, 50% europaweit. Umfragen, die wir als Europäisches Parlament vor der Wahl 2019 gemacht hatten, in 2018, hatten damals schon eine hohe Wahlbeteiligung signalisiert. Die Umfragen, die wir jetzt gemacht haben, letztes Jahr im Herbst 2023, das sind die Zahlen höher als 2018. Also das ließe darauf schließen, wenn denn die Absicht zur Wahl zu gehen, so wie abgefragt im Rahmen der Umfrage, sich auch tatsächlich umsetzen in ich gehe dann wirklich zur Wahl, dann kann es durchaus sein, dass die Wahlbeteiligung höher als in 2019 ist. Also meine durchaus optimistische Prognose wäre, dass wir in Deutschland bei 60-65% Wahlbeteiligung liegen. Aber besteht da die Gefahr, dass Leute, die wirklich protestieren wollen, sich mehr motiviert fühlen, zur Wahl zu gehen und andere, die halt nicht protestieren wollen, aber denen Europa egal ist, bleiben zu Hause? Das kann schon passieren und es ist tatsächlich so, dass man einen gewissen Teil der Bevölkerung für diese Wahlen wahrscheinlich nie erreichen wird. Die gehen möglicherweise auch nicht zu nationalen oder regionalen Wahlen. Die sind politischen Themen gegenüber nicht so offen, wie wir uns das in einer Demokratie wünschen würden. Wir als Institution werben aber grundsätzlich nur für die Beteiligung an der Wahl. Und natürlich geben wir keine Empfehlungen ab, was zu wählen ist, sondern wir sind froh, wenn die Menschen hingehen zur Wahl und damit sozusagen ihr demokratisches Recht ausüben. Ja, es ist natürlich so, dass das vielleicht das Thema Europa und die Europawahl dazu hergenommen wird, sozusagen seinen Protest Ausdruck zu geben.
Das ist angesichts der Krisen, die wir auf europäischer Ebene jetzt auch hatten in den letzten Jahren, vielleicht aber nicht, auch nicht die beste Idee, weil es geht um eine ernste Sache, es geht um die Verteidigung der Demokratie, unserer Werte. Es geht darum, dass wir ein starkes Signal senden, dass wir sozusagen zu dem, was wir auf europäischer Ebene gemeinsam geschaffen haben, auch stehen und auch fortführen wollen und nicht in eine Richtung gehen wollen, die auf diese Werte sozusagen dann keinen Wert mehr legen würde. Und insofern kann sich auch ein Protest bei einer Europawahl insofern auswirken, als dass im Europäischen Parlament, das dann neu gewählt wird, sich Kräfte breit machen, die eigentlich diese Werte nicht wollen oder diese demokratische europäische Zusammenarbeit nicht wollen. Und das wäre eine Entwicklung, die eher nicht anzustreben ist. Wer jetzt glaubt, wir haben eine europaweite Wahl und alles ist einheitlich, der irrt sich gewaltig. Denn es gibt sehr viele Ungleichgewichte. Wir haben ja sehr kleine Länder in Europa, zum Beispiel Malta und Zypern. Und wir haben ein sehr großes Land wie Deutschland. Wenn man jetzt nach der Bevölkerungszahl ginge, dann hätte Deutschland also viel zu viele Abgeordnete im Europaparlament. Und Malta hätte nur einen halben Abgeordneten dort sitzen. Das geht natürlich nicht ganz. Daher ist, das habe ich einmal ausgerechnet, eine Stimme aus Malta 12-mal mehr wert als die von Deutschland. Das stimmt. Es ist aber auch bewusst gewollt so, um sozusagen kleine Mitgliedstaaten etwas zu bevorteilen, damit sie auch an der demokratischen Willensbildung auf europäischer Ebene teilnehmen können. Es ist tatsächlich so, dass wenn man sozusagen linear vorginge, dann hätte Malta tatsächlich wenige Abgeordnete. Deswegen gibt es eine Untergrenze von 6 Abgeordneten pro Land, womit man ein politisches Spektrum abbilden kann. Das gilt eben für Malta und Zypern. Und das heißt auf der anderen Seite, dass große Länder wie Deutschland, aber auch andere, weniger Abgeordnete haben, als ihnen eigentlich bei linearem Vorgehen zustehen würde. Wird sich das jemals ändern oder ist das, nein, das für immer so akzeptiert? Das ist eigentlich gewollt. Diese degressive Proportionalität ist gewollt, dass sozusagen kleine Mitgliedstaaten auch nicht das Gefühl bekommen, über sie wird drüber gefahren, sondern dass sie sich auch sozusagen voll einbringen können in den politischen Prozess und Meinungsbildung auf europäischer Ebene. Das wird, denke ich, so bleiben. Dann gibt es in verschiedenen Ländern verschiedene Sperrklauseln. Also früher gab es in Deutschland auch mal die 5%-Hürde bei der Europawahl. Das wurde mal vom Höchstgericht das einkassiert. Es gibt Länder mit 5%, welche mit 4%, welche mit 3% Sperrklausel. Und ein Land hat sogar 1,8% Sperrklausel. Warum ist das nicht einheitlich? Das verzerrt ja die Ergebnisse. Ja, ja und nein. Es ist tatsächlich so und die Wahlen heißen Europawahlen. Tatsächlich ist es aber so, dass die Europawahlen nicht so europäisch sind, wie man sich das als, und da spreche ich jetzt persönlich, als Europäer vielleicht wünschen würde. Tatsächlich ist es ja so, dass in jedem Land gewählt wird und dann aus den Ergebnissen dieser 27 Wahlen, dieser 27 Europawahlen, wird dann das neue Europäische Parlament zusammengestellt. Und es gibt ein paar einheitliche Regeln auf europäischer Ebene für die Europawahlen, aber vieles in diesem Bereich ist nach wie vor Teil der nationalen Gesetzgebung. Und das heißt, manche haben Sperrklauseln, manche nicht. Es gibt, wenn Sie sich das anschauen, ja auch letztlich technische Sperrklauseln. Ich weiß das Beispiel für Österreich. In Österreich gibt es zwar auch eine Sperrklausel für die Europawahl, die bräuchte man aber gar nicht, weil sozusagen, wenn ich nur 19, 20 Abgeordnete habe, dann muss ich schon 5% erreichen, damit ich überhaupt ein Mandat bekomme. Heißt, es ist sozusagen technisch, unter 5% bekomme ich technisch kein Europa-Abgeordnetenmandat. In Deutschland ist das nicht der Fall. Deswegen haben wir in Deutschland eine sehr bunte Parteienvielfalt im Europäischen Parlament vertreten, was
sozusagen der Wille des Gesetzgebers war oder des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. Es gibt Bestrebungen, sich das noch einmal anzuschauen, aber für die Europawahl 2024 wird das nicht der Fall sein. Das wird frühestens für die Europawahl 2029 der Fall sein. Dann ist mir noch ein Unterschied aufgefallen, nämlich das Wahlalter. Es gibt Länder, ich glaube in Österreich, ja, wo man schon mit 16 Jahren wählen darf, andere mit 18. Und auch das passive Wahlalter, also wo man gewählt werden darf, ist sehr unterschiedlich von 18 bis, ich glaube, 23 oder 24. Ja. Das fällt auch auf und kann auch zu Verzerrungen führen. Ja, das ist auch eben Ergebnis des Umstandes, dass es kein sehr detailliertes Europawahlrecht gibt, auf europäischer Ebene sozusagen beschlossen, das in allen Mitgliedstaaten gilt. Es gibt mittlerweile 5 Staaten, wo man bereits ab 16 wählen kann. Deutschland ist gerade dazugekommen, das ist auch durchaus eine Herausforderung. Wobei es in Deutschland nur so ist, dass es nur bei den Europawahlen gilt, das gilt nicht bei nationalen und regionalen Wahlen. Rechnen Sie damit, dass die 16-Jährigen alle grün wählen? Was sie wählen, habe ich vorhin schon betont, ist nicht so sehr unser Thema. Die Frage ist, gehen sie wählen? Ja. Und es hat sich gezeigt bei der Analyse und der früheren Europawahlen, dass tatsächlich die Jugend unterdurchschnittlich sich beteiligt an Wahlen, an Europawahlen. Sie erinnern sich auch an das Brexit-Referendum. Im Grunde genommen war ja sozusagen die Jugend in Großbritannien war pro Europa, ist aber unterdurchschnittlich zu den Urnen gegangen, was letztlich zu einem Ergebnis geführt hat, das uns alle traurig stimmt. Es ist zwar der Anteil der Jugendlichen gestiegen 2019, aber es ist immer noch unter dem Durchschnitt der Bevölkerung. Das heißt, die Herausforderung ist, diese jungen Menschen auch an die Wahlen heranzuführen, weil sich auch zeigt, dass junge Menschen, wenn sie einmal nicht zur Wahl gehen, vielleicht ein zweites Mal nicht zur Wahl gehen, ein drittes Mal, auch relativ schnell in den Kreis der Nichtwählerinnen und Wähler rutschen. Das ist jetzt nicht nur aus europäischer Sicht, sondern generell aus demokratiepolitischer Sicht keine gute Entwicklung. Demokratie braucht Teilnahme, Beteiligung und das ist besonders wichtig für Wählerinnen und Wähler. Europa braucht ein bisschen Führung, damit es als Global Player wahrgenommen wird. Ja. Und ich glaube, die Einstimmigkeit, das Einstimmigkeitsprinzip ist ein Riesenhindernis. Sie sind, vermute ich, auch dafür, dass man das aufweicht, damit man nicht nur so kleinteilige Entscheidungen trifft, über die sich viele Bürger wundern und auf die EU dann schimpfen, sondern dass Europa wirklich sicherheitspolitisch und außenpolitisch mehr Präsenz zeigen kann. Absolut. Im Grunde genommen, wenn man sich die Geschichte der Europäischen Union anschaut, dann war wohl die Einstimmigkeit in vielen Bereichen Voraussetzung dafür, dass diese europäische Zusammenarbeit überhaupt entstanden ist, weil es den Mitgliedstaaten die Garantie gab, wenn denn etwas nicht in meine Richtung läuft, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, dagegen zu sein. Gott sei Dank muss man sagen, dass im Laufe der Geschichte der europäischen Zusammenarbeit über viele Krisen das allgemeine und kollektive Gefühl der Mitgliedstaaten dann entstanden ist, wir müssen die Verträge reformieren, um uns besser aufzustellen und besser gewappnet zu sein für die Zukunft. Und es steht und es gibt ein paar Bereiche, wo es tatsächlich noch wehtut, dass es Einstimmigkeit braucht, vor allem im Bereich Außenpolitik zum Beispiel. Es steht zu hoffen, dass die Entwicklung der letzten Jahre, wir haben einen Krieg am europäischen Kontinent, dazu führen, dass die Mitgliedstaaten zur Einsicht gelangen, dass im außenpolitischen Bereich wir nicht auf der Höhe der Zeit sind und Europa, wenn es eine Stimme in der Welt haben will, Entscheidungen im Bereich Außenpolitik mit Mehrheit und nicht einstimmig fällen sollte. Eine Besonderheit bei der Europawahl ist mir noch aufgefallen. Deutschland ist das einzige Land, wo die Europawahl nicht von einer staatlichen Institution durchgeführt wird, sondern von einem Bundeswahlleiter.
der auf niemanden hören muss. Woher kommt das? Warum? Da bin ich überfragt, warum das in Deutschland das so organisiert ist. Historische Gründe, dass wahrscheinlich, nicht, ja, eine staatliche Institution einen Bundeswahlleiter, und das ist dann auch die Auszählung öffentlich, das heißt, da kann jeder zuschauen und das Ergebnis abwarten. Ja. Also soll sehr transparent sein. Ja. Ich denke mir, ohne es, dass ich jetzt wirklich weiß, dass das mit der deutschen Nachkriegsgeschichte zu tun hat, das ist richtig, in anderen Ländern ist es zumeist das Innenministerium oder ja, meistens das Innenministerium, die für Wahlen verantwortlich sind. In Deutschland ist der Bundeswahlleiter. Ja. Ich frage die Missionschefs gerne, wenn unser Gespräch zu Ende läuft, nach etwas Undiplomatischem. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen als Tiroler, was Sie in Berlin wundert oder in Deutschland wundert? Na, was fällt einem auf? Also wenn man aus Österreich nach Deutschland kommt, zum einen muss man sagen, es ist tatsächlich so, und das ist auch durchaus sehr erfreulich, es erleichtert einem auch die Arbeit, dass man als Österreicher relativ willkommen ist und gut angenommen wird, was ja im umgekehrten Fall nicht immer so ist und aber nicht so sein müsste. Ich weiß nicht, das ist oft die Geschichte von kleiner Nachbar, großer Nachbar. Ich glaube, es die hat sich Rivalitäten, gebessert, das hat aber sich es gebessert, war immer besser, einen österreichischen Akzent in Deutschland zu haben als umgekehrt. Und was natürlich schon auch auffällt, ist, Deutschland hat immer den Nimbus sozusagen der Perfektion in allen Bereichen, von der Wirtschaft angefangen, über die Organisation des Alltags, von der Verwaltung und so weiter und so fort. Und dann kommt man nach Berlin und merkt, der Nimbus und dieses Image ist vielleicht, entspricht nicht ganz dessen, was man dann vor Ort in Berlin erlebt. Die Zuseherinnen und Zuhörer kennen die Geschichten, wie lange es braucht, bis man hier einen Termin bekommt, nur um sich anzumelden oder abzumelden oder umzumelden, wie lange es braucht, bis man Fahrzeugpapiere organisiert und so weiter. Also es ist dann doch interessant zu sehen, wenn man nach Berlin kommt, wie sehr es, in Österreich würde man sagen, menschelt, soll heißen, es funktioniert hier bei weitem nicht alles perfekt. Und trotzdem ist eine, finde ich, eine sehr lebenswerte Stadt Berlin. Also ich habe es nicht bereut, hier nach Berlin gekommen zu sein. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Unser heutiger Gast war Georg Pfeiffer. Er ist eine Art Botschafter des Europäischen Parlaments, aber da heißt es nicht so, es heißt Leiter des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments. Exzellenz sage ich nicht, weil das nicht üblich ist, aber Sie sind für unsere Zuschauer eine Art Botschafter. Vielen herzlichen Dank und viel Spaß im Wahljahr. Vielen Dank, hat mich gefreut, bei Ihnen zu sein. Danke.